Hallo und willkommen bei unserem vierten Teil unseres WordPress-Tutorials. Seiten verwalten, zweiter Teil. Wie Sie sehen, befinden wir uns wieder auf unserer Tutorial-Testseite und heute beschäftigen wir uns mit der rechten Seitenspalte. Dort finden Sie verschiedene Knöpfe, die Sie zum Verwalten Ihrer Seite benötigen. Zuerst den Block Veröffentlichen, den Block Attribute und das Beitragsbild. Im Block Veröffentlichen kennen Sie schon die zwei ersten Knöpfe Speichern und Vorschau. Speichern dient dazu, Ihre Seite zu speichern, ohne sie im Internet zu veröffentlichen. Der Vorschauknopf dient dazu, Ihre Seite anzuschauen, wie sie im Internet erscheinen wird. Der Status. Der Status zeigt Ihnen an, in welcher Phase Ihre Seite sich befindet, entweder als Entwurf oder als außenstehender Review, das heißt, ob noch jemand die Seite vorher begutachten müsste. Drittens, die Sichtbarkeit. Die Seite ist entweder öffentlich, Sie können natürlich auch die Seite passwortgeschützt machen oder nur als privat. In diesem Falle ist natürlich die Seite öffentlich. Revisionen. Revisionen zeigt an, wie viele Versionen Ihrer Seite automatisch von WordPress gespeichert wurden. So können Sie beispielsweise, wenn Sie zu einer älteren Version Ihrer Seite zurückkehren wollen, diese darin suchen und gegebenenfalls aktualisieren. Veröffentlichen. Dies ist ein ganz interessantes Werkzeug. Sie können entweder Ihre Seite direkt veröffentlichen oder zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit. Das heißt, wenn Sie beispielsweise irgendeine Verkaufsaktion haben sollten, könnten Sie die Seite vorbereiten und beispielsweise Mitternacht des Tages, wo der Sonderverkauf angehen soll, kann die Seite dann erscheinen. Als letztes die zwei Knöpfe in den Papierkorb legen. Die Seite ist dann nicht definitiv gelöscht und kann jederzeit wieder aus dem Papierkorb herausgenommen werden. Der letzte Knopf, Veröffentlichen, den drücken wir wirklich erst, wenn wir die Seite veröffentlichen wollen. Kommen wir zum zweiten Kasten, Attribute. Wie Sie wissen, haben Sie in Ihrer Website ein Menü, mit welcher der Besucher durch Ihre Seiten browsen kann. Da gibt es Menü Leisten, wo die einzelnen Seiten oder Unterseiten erscheinen. Hier wird angezeigt, ob die Seite eine Hauptseite ist oder ob sie eine Unterseite, das heißt ein Kind einer älteren Seite ist. In diesem Fall ist das eine Hauptseite, also keine übergeordnete Seite besteht da. Sie könnten aber jetzt auch, in diesem Fall haben wir eine News-Seite, eine Produkte-Seite, eine Willkommensseite, diese Seite als Unterseite einer dieser drei Oberseiten bestimmen. Das Template, das ist, wie Ihre Seite aussieht, entweder eine Seite mit voller Breite, eine Autorenseite oder ein Standard-Template. Es kann natürlich sein, dass das Theme, was wir für Sie ausgewählt haben, andere Templates, andere Vorlagen noch beinhaltet. In diesem Falle werden Sie von uns eine schriftliche Informationen hierüber erhalten. Die Reihenfolge gehört zum Menü, welcher der Seiten als erste, zweite, dritte, vierte stehen soll. Da wir das aber heute auch manuell machen können, brauchen wir dies nicht. Beitragsbild. Ein Beitragsbild ist ein Bild, das erscheint an erster Stelle einer Seite, ist immer dieser Seite zugeordnet. Erscheint also auch bei Kürzel, wenn Sie irgendwo eine
Seite als Teaserform beispielsweise auf Ihre erste Seite stellen wollen, wird dieses Beitragsbild dort erscheinen. Wir werden also jetzt mal ein Beitragsbild festlegen. Dazu drücken wir auf Beitragsbild festlegen und wählen in diesem Falle dieses Bild aus. Gehen nach unten, Beitragsbild festlegen und es erscheint hier oben. Sie sehen, es erscheint nicht auf der Seite. Wir gehen dann zur Vorschau und Sie sehen, in diesem Theme ist das Beitragsbild dann ganz groß dargestellt und nimmt praktisch die ganze Breite ein. Das war's für heute. Wir hören uns nächstes Mal wieder und zwar bei unserem Thema Beiträge verwalten.